Herzlich willkommen zu Franks Toolkit. Werkzeuge für Denker und Macher. Heute möchte ich auf ein spannendes Werkzeug schauen. Das Streben nach Perfektion. Es hat mich interessiert, wie einer der besten Schwimmer der Welt darüber denkt, was für ihn Perfektion bedeutet, wie er damit umgeht und wie er sich motiviert, immer noch ein kleines Stückchen besser zu werden. Ich spreche dazu mit Yannick Käser. Yannick ist Weltklasse-Schwimmer und seit rund 10 Jahren unter den Top-Schwimmern der Weltelite in seiner Spezialdisziplin Brustschwimmen. Er ist zweifacher Olympiateilnehmer und vielfacher nationaler Rekordhalter. Schauen wir doch mal, was Yannick sagt, wenn es für ihn um das Streben nach dem perfekten Rennen geht. Los geht's. Das ist eigentlich ein Prozess, der eigentlich gar nicht aufhört. Also man strebt sozusagen nach dem perfekten Rennen, was es meines Erachtens gar nicht gibt, weil ich meine, du kannst immer noch ein bisschen was rausholen. Sei das jetzt banal gesagt, die eine Hundertstel Reaktionszeit beim Start oder irgendein paar technische Finessen bei der Wende oder ganz viele Kleinigkeiten. Und deshalb ist eigentlich einfach das Ziel, dass man möglichst nahe an dieses perfekte Rennen rankommt. Das ist doch interessant. Yannick will am Ende seiner Karriere sagen können, dass er dem perfekten Rennen so nahe gekommen ist wie möglich. Aus der Sicht von Denkern und Machern sehe ich genau darin, im Streben nach lebenslangem Lernen, ein wirklich nützliches Element. Sich also selber so auszurichten, dass man die innere Haltung hat, dass man immer noch ein bisschen besser werden kann, selbst wenn man unter den Top 20 der Welt ist. Schauen wir doch mal, wie Yannick als Weltklasse-Schwimmer über die Arbeit an Details denkt. Bin ich Perfektionist? Ich glaube, die Frage kann ich mit Ja beantworten. Und ja. Ich bin mir sicher, dass du das auch sein musst, wenn du wirklich ganz nach oben willst. Ja. Weil wenn du ständig einfach nur irgendwie 90% Einsatz gibst, dann reicht es am Ende halt auch nur für irgendwie 90% Resultat. Und das ist eigentlich dann Zeitverschwendung, weil du investierst so viel Zeit, aber probierst halt wirklich nicht, die letzten paar Hundertstel noch irgendwo rauszukratzen. Und eigentlich ist das dann einfach nur schade. Das finde ich jetzt interessant. Er sagt, du musst auch Perfektionist sein, wenn du ganz nach oben willst. Wenn du ständig nur 90% Einsatz gibst, dann reicht es am Ende eben auch nur für 90% Resultat. Und das ist eigentlich schade und nur Zeitverschwendung. Interessant finde ich, dass man noch sagen könnte, dass 90% Einsatz gar nicht so schlecht ist. Aus Sicht eines Top-Performers ist das schade und Zeitverschwendung. Soweit so gut, das verstehe ich. Und es leuchtet mir absolut ein, dass die Weltspitze nur dann für einen funktioniert, wenn du dort bleiben willst, dass du auf jedes kleine Detail achtest. Wenn ich mir überlege, dass Yannick seit über 10 Jahren an der Topspitze ist und vor allem auch diesen langfristigen Blick gehabt hat, ist es wohl das, was sich auch ausgezahlt hat. Wie motiviert sich ein Weltklasse-Athlet über einen so langen Zeitraum? Und was können Denker und Macher davon lernen? Und wie schafft er es immer noch daran zu glauben, immer noch etwas besser zu werden? Diese Frage nach der langfristigen Motivation habe ich Yannick gestellt. Liegt ein bisschen in der Natur vom Menschen, dass man eigentlich immer mehr will. Also man ist sozusagen nie zufrieden, oder? Ich meine, gewinnt man irgendwo im Lotto, spielt man trotzdem weiter Lotto und hofft vielleicht nochmal zu gewinnen. Ich meine, das macht ja eigentlich keinen Sinn, oder? Man kann ja irgendwann auch mal aufhören. Aber so ist es eben. Man will immer noch mehr. Wie ich schon angesprochen habe, ist dieses Streben nach Perfektion und das Potenzial voll auszuschöpfen, halt das, was es für mich ausmacht, immer weiter zu schwimmen. Also wirklich das Ziel, noch schneller zu werden, noch intensiver zu arbeiten und zu sehen, dass man eigentlich sehr nahe an der Weltspitze dran ist, aber eben dieses letzte Quäntchen, was noch fehlt, bis ganz an die Spitze eben auch noch schaffen möchte. Ich glaube, das ist das, was halt immer wieder motiviert, im Training auch. Für das Tool Streben nach Perfektion habe ich von Yannick Folgendes für Denker und Macher mitgenommen. Strebe danach, dem perfekten Rennen so nahe wie möglich zu kommen. Das perfekte Rennen, das gibt es auch in meiner Arbeit. Und ich glaube, es gibt es auch bei allen anderen. Ich kann gut sehen, wie dieser Gedanke für Denker und Macher in allen Organisationen funktioniert. Zweitens, 90% des Einsatzes führen nur zu 90% des Ergebnisses. Das ist eigentlich Zeitverschwendung. Das provoziert, weil eigentlich eine pragmatische Lösung für Unternehmer und Führungskräfte auch keine schlechte Lösung sein kann. Aber was ich interessant finde und sehr nützlich ist, dass an der Weltspitze es eben mit weniger als 100% Einsatz nicht funktioniert. Und es ist dann nur Zeitverschwendung. Diese Einstellung würde ich mir auch bei vielen Produkten und Dienstleistungen wünschen, die ich kaufe. 100% Einsatz für eine Dienstleistung, die ich kaufe, 100% Einsatz für jedes Produkt, das ich kaufe, das wäre schon cool. Drittens, ausgereizt gibt es nicht an der Weltspitze. Die Weltbesten akzeptieren einfach nicht, dass es nicht noch besser geht. Und das finde ich auch für Denker und Macher ziemlich nützlich. Wenn ich diese Einstellung in einer Firma, in einer Non-Profit-Organisation oder auch im Studium zugrunde lege, dann werden die Ergebnisse kommen. Da bin ich ganz sicher. Das ist eine Grundeinstellung des lebenslangen Lernens. Das ist schon klasse. So viel für heute. Alles Gute beim Denken und Machen.
Danke für euer Interesse. Wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert den Kanal. Es hilft uns sehr, spannende Gäste zu gewinnen. Und natürlich freuen meine Gäste und ich uns auch sehr über positives Feedback und Kommentare. Und ganz besonders freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast oder das Video weiterleitet. Vielen Dank, bis zur nächsten Folge. Alles Gute beim Denken und Machen.